Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Diesmal geht es darum, wie wir von einem Skript auf ein anderes zugreifen können. Und das habe ich mal mit den beiden Hamburgern hier vorbereitet. Denn der rechte Hamburger springt nicht von alleine, sondern das macht er nur, wenn der linke Hamburger ihm ein Signal schickt. Dafür habe ich jetzt zwei unterschiedliche Methoden vorbereitet, die ich euch mal zeigen will. Da gibt es angeblich Vor- und Nachteile, auf die gehe ich auch kurz ein. Geht eigentlich ganz einfach. Los geht's. Mr. LaRoto. Zu Beginn brauchen wir natürlich in beiden Hamburgern jeweils ein Skript. Das hier ist der absendende Hamburger und da schreibe ich dann einfach mal dran Signal raus, weil das hier ja rausgeht und das soll ein neues Skript werden und da ist es auch schon. Und in den Hamburger hier brauchen wir das Empfangsskript. Das nenne ich dann entsprechend Signal rein, neues Skript und Add und jetzt beginnen wir mit dem absendenden Skript, weil hier soll alle 3 Sekunden das Signal rausgehen. Hier im Signalsendeskript fange ich damit an, dass ich eine Variable anlege, eine Float, also eine Zahl mit Nachkommastelle, Float Timer, und die setze ich hier im Void Start auf 0. Und das soll unsere Variable werden, die jetzt immer weiter nach oben zählt, also mit der Zeit nach oben läuft. Und wenn die 3 Sekunden erreicht hat, soll sie zurückgesetzt werden. Und das machen wir hier im Fixed Update, was ja immer in festen Zeitintervallen ausgeführt wird. Dort schreibe ich einfach rein Timer plus gleich Time.DeltaTime. Und die Time.DeltaTime ist ja die vergangene Zeit zwischen dem aktuellen Fixed Update und dem letzten. Heißt also, der Timer steigt jetzt immer weiter. Und wenn der 3 erreicht, das mache ich hier oben, if Timer größer gleich 3, dann soll etwas passieren. In meinem Fall hier Timer gleich 0f, dann wird er also zurückgesetzt auf 0 und würde dann wieder hochlaufen bis 3. Und um das zu überprüfen, ob das funktioniert, lasse ich jetzt einfach in der Konsole immer mal Ping ausgeben und das gucken wir uns jetzt an. Also hier einfach auf die Konsole wechseln und auf Play und dann dürfte nach 3 Sekunden, jetzt zählt er ja hoch, das Ping erscheinen, genau, Ping. Und jetzt ist er wieder auf 0 gewesen, geht wieder bis 3 hoch, also alle 3 Sekunden ein Ping, das funktioniert. Und jetzt möchte ich in der Konsole ja keinen Ping mehr ausgeben, deswegen habe ich das hier weggelöscht. Stattdessen möchte ich den anderen Hamburger ansprechen, der ist ein GameObject, deswegen GameObject find BurgerReceiver, das ist der andere Hamburger, und dann Punkt SendMessage. Und SendMessage funktioniert so, das sind 2 Variablen vorzugeben, einmal wohin genau soll das innerhalb des Objektes gesendet werden, an MessageSystem. Das werdet ihr gleich verstehen, könnt ihr auch was anderes hinschreiben, wichtig ist, dass ihr euch das merkt. Und dann noch den Inhalt. Der Inhalt lautet bei mir einfach Test. Und dieses Message System nehme ich mir jetzt mal mit, gehe nach hier drüben, weil hier kann man das Ganze anlegen und entgegennehmen. Das hier ist nämlich das Skript, was in dem anderen Hamburger drin ist. Und dieses Skript wird das entsprechend empfangen. Deswegen machen wir hierhin den Void Message System und String Nachricht. Das ist das, was er entgegennehmen wird. Wir schicken ja einen String hin, einen Text von hier drüben, dieser Testtext. Den kriegt er dann hier in Form der Variable Nachricht, könnte man auch anders nennen. Ich nenne es jetzt aber Nachricht und die möchte ich einfach mal hier an der Stelle ausgeben. So, wenn jetzt alles richtig geklappt hat, dann sendet der linke Hamburger jetzt an den rechten die Nachricht und der rechte hat ja den Befehl, die Nachricht in der Konsole auszugeben, die da ankommt. Ich drücke also auf Play und wir warten mal ab. 3 Sekunden, Test, ganz genau. Wenn man draufklickt, sieht man auch, wo diese Nachricht herkommt, aus dem Skript Signal rein. Und der rechte Hamburger ist ja der Empfänger mit dem Skriptsignal rein und von dort wird ja der Printbefehl ausgeführt. Jetzt möchte ich ein bisschen mehr übertragen als nur dieses Wort Test. Dafür lege ich eine neue Variable an, in die mehrere Sachen reinpassen. Und zwar ein Object, weil ich möchte nicht nur Text übertragen können, sondern unterschiedlichste Sachen. Deswegen habe ich hier auch den Typ Object ausgewählt und ich nenne dieses Objekt MessageObNew. Gleich New Object mit 3 Fächern, deswegen die 3 hier hinten. Wenn ihr noch mehr Sachen übertragen wollt, dann könnt ihr die Zahl natürlich beliebig erhöhen oder auch kleiner machen. Um in das erste Fach von diesen 3 was reinzuschreiben, schreibt man dann einfach Message of New 0, weil die 0 ist das erste Fach in dieser Variable und da schreibe ich rein This Game Object. Das bedeutet also, in Fach 0 gibt sich der Absender hier selbst bekannt, weil er ist This Game Object. In das zweite Fach, in das Fach Nummer 1, schreibe ich dann den Befehl rein, der ausgeführt werden soll auf der anderen Seite, Jump. Das ist dann ein Text. Das hier oben GameObject, das ist ein Text. Und daran seht ihr schon, da kann man unterschiedliche Sachen reinpacken. Und das dritte Fach, das Fach Nummer 2, 012, ist dann jetzt die Sprungstärke mit 10.0f, gebe ich die an. Und dieses neue
Objekt packen wir hier unten rein statt dem Testtext. Das einmal abspeichern. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das Message System auf der anderen Seite diese Variable auch empfangen kann. Um die Empfangsseite hier zu überarbeiten, müssen wir jetzt eigentlich nur dieses String Nachricht austauschen, weil es kommt ja kein String, kein Text mehr hier an, sondern ein Object mit verschiedenen Fächern, deswegen wieder Klammer auf Klammer zu. Er kann also beliebig viele Fächer hier entgegennehmen und das nenne ich hier lokal Message Ob. Innerhalb des Message Systems ist das nur der Name hier, hat also nichts mit dem Namen auf der anderen Seite in dem anderen Skript zu tun. Und das Print Nachricht funktioniert so natürlich auch nicht mehr. Hier sind ja drei Sachen, die übertragen werden. Einmal ein Game-Object, was da ankommt. Ich nenne es hier lokal Sender. Und dann sage ich gleich in Klammern Game-Object MessageOb0. Weil ihr erinnert euch, wir haben hier ja gerade MessageOb0 this Game-Object reingepackt. Und dann muss ich ihm hier auch sagen, das Game-Object Sender entspricht dem Fach 0 aus der Variable und er soll es als Game-Object interpretieren. Weil ansonsten wird das auch nicht funktionieren, ohne dass man das da vorschreibt, weil es können ja alle möglichen Sachen hier drin liegen. Und das ist jetzt nur Zufall bzw. von uns festgelegt, dass es sich um ein Game-Object handelt. Im nächsten Fach war ja der Befehl, also wieder ein String. Deswegen String Aktion, interpretieren als String in der Klammer, MessageOb 1. Im Fach 1 liegt ja das Wort Jump. Und jetzt kommt noch im nächsten Fach die Float für die Sprungstärke. Die nehmen wir hier mit Float Jump Force entgegen und dann wieder als Float interpretieren. MessageOb 2. Und dann lassen wir noch einen Text dazu ausgeben. Messsys für Messaging System this name. Dann gibt er ja seinen eigenen Namen aus, der empfangende Burger. Und dann sagt er uns, was für eine Aktion ist hier angekommen, wer war der Absender, deswegen Sender Name, das ist dann der Game Object Name, Sender Name, mit Stärke Jump Force, die Variable von hier. Also starten wir die Game Engine und jetzt sollte nach 3 Sekunden hier hoffentlich die Nachricht ankommen. Messes Burger Receiver, das ist ja sein eigener Name, der meldet sich hier und sagt, er hat Jump zugeschickt bekommen von Burger Sender mit Stärke 10. Perfekt, genauso wollen wir es haben. Und statt dieser Nachricht hier wollen wir natürlich, dass der Burger springt. Ein Rigid Body hat er schon. Und jetzt trage ich noch kurz den Befehl für Springen dort ein. Ich möchte ja nicht, dass der jedes Mal springt, wenn eine Nachricht hier ankommt, sondern nur, wenn die auch entsprechend die Aktion Jump beinhaltet. Deswegen hier nochmal if Aktion Jump. Dann wird der Teil in der Klammer hier ausgeführt. Was soll dann passieren? This Get Component Rigid Body. Also damit steuern wir ja den Rigid Body von diesem Empfängerobjekt an. Und dann sage ich Add Force X, Y und Z. Auf der X-Achse nichts. Auf der Y-Achse Jump Force, die hier gesendet wurde. Das ist dann die 10 und dann nochmal 0 auf der Z-Achse. Und Force Mode Impuls ist für den Sprung da. Und dann sollte der jetzt gleich hüpfen. So, ich starte mal. 3 Sekunden Wartezeit. Dann sollte die Nachricht hier erscheinen und der Burger auch springen. Und das passiert auch. Perfekt. Genau da wollten wir hinkommen. Jetzt habt ihr gelernt, wie man mit Send Message von dem einen Objekt an das andere eine Nachricht versendet, wie man damit eine Aktion auslöst und sogar wie man mehrere Variablen gleichzeitig von dem einen an das andere Objekt in einer Nachricht übertragen kann. Ich bin jetzt nochmal im Empfangsskript, also Signal rein, und möchte diese Sprungaktion hier in eine separate Funktion auslagern, denn ich baue ja jetzt gleich etwas ein, dass wir nicht mehr mit dem Message System hier arbeiten, sondern mit einer anderen Methode, um hier die Aktion zu triggern. Dafür lege ich hier unten einfach die separate Funktion an, den Void Jump, und der wartet dann auf eine Float, also eine Zahl mit Nachkommastelle, Jump Force, die kriegen wir hier über die Nachricht mit, und dann sagen wir hier bitte einmal springen mit der entsprechenden Jump Force, und hier oben benutze ich dann diesen Void Jump, statt den Befehl hier komplett auszuschreiben. Das geht dann einfach so, wenn die Aktion Jump in der Nachricht kam, dann bitte einmal springen. Und das funktioniert auch, wie man hier nochmal sehen kann, ganz genauso wie vorher. Und jetzt möchte ich hier die andere Methode einbauen. Das Message System können wir hier oben einfach liegen lassen. Das ist ja hier bei der Klammer zu Ende. Und bevor der Void Jump anfängt, füge ich jetzt hier einfach einen neuen Void ein. Ganz wichtig ist, dass der public sein muss. Den Void Jump zum Beispiel kann man nicht von außen ansprechen, den hier schon, weil er public ist. Und das wollen wir ja gleich machen, denn wir wollen ja diesen Skriptteil hier von außen ansprechen, von dem sendenden Burger aus. Also public void, ich nenne das hier direct message system, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Wichtig ist in dem Fall, dass wir die gleichen Variablen verwenden, wie gerade eben auch, nämlich die hier. Einmal als Game-Objekt Sender, String, Aktion, Float, Jump Force. Das sind die gleichen Variablen, die hier von diesem Void erwartet werden. Also kann ich auch genau die gleiche Nachricht ausgeben, wie hier oben. Und wenn die Aktion Jump lautet,
Dann kann ich Jump mit Jump Force hier unten ansteuern. Das sollte genau den gleichen Effekt bringen. Hier im absendenden Skript haben wir ja den ganzen Teil für Send Message aufgebaut. Das kann jetzt erstmal weg oder auskommentiert werden, weil wir wollen die andere Methode ansprechen. Dafür müssen wir natürlich auch wieder wissen, in welchem Game Object ist das überhaupt zu finden. Im Burger Receiver genauso wie vorher auch, wo wir die Nachricht hingesendet haben. Allerdings wird es jetzt ein bisschen genauer, denn wir sagen jetzt Get Component Signal rein. Und das ist wichtig, das ist genau das hier, weil das ist ja im Empfänger mit drin, diese Klasse Signal rein. Und die steuere ich hiermit an, getComponent, Signal rein. Und dann sage ich Direct Message System. Und nochmal rüber, dieses Direct Message System ist damit gemeint. Also Signal rein, Direct Message System. Und dann könnt ihr euch schon denken, die Variablen hier übergebe ich jetzt dorthin. Als erstes ist es das Game Object, was ich hier oben auch übergeben hatte. Dann der Befehl Jump als Text. Und dann noch die Float 10F. Dann kann man das abspeichern. Und ihr seht auch schon ein bisschen den Unterschied zu Send Message. Send Message war einfach, such mal das Message System im anderen Objekt, wo wir die Nachricht hinsenden. Da war ja kein Skript oder so angegeben und genau deswegen soll Send Message auch in manchen Fällen ein bisschen inperformanter sein als das hier unten, weil hier unten gebe ich ganz genau an, in diesem Skript, in dieser Klasse, bitte mal diesen Void ansprechen. Und dieser Void hier, der muss dann ja erstmal in allen Skripten gesucht werden, wenn man mit Send Message arbeitet. Eine Kleinigkeit möchte ich vorher aber noch ändern im Empfänger hier vorne. Hier steht nämlich immer MessSys und zumindest hier möchte ich einmal das da reinschreiben, dass man auch genau weiß, welche Nachricht kommt denn aus welcher Prozedur. Und hier ist es das Direct Message System. Einmal abspeichern und schon kann der Test beginnen. Einmal auf Play und dann sollte hier unten Direct Message System erscheinen. Das tut es auch. Burger Receiver Jump, Burger Sender mit Stärke 10 und der Burger springt schön. Es funktioniert also. Ihr könnt euch selber eine Methode aussuchen, welche euch am liebsten ist. Ihr kennt jetzt beide. Ich wünsche euch viel Spaß damit, hoffe ihr macht was draus und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Flawless Victory.